Willkommen in Französisch-Guyana, das Land mit dem größten Nationalpark Frankreich und der gesamten Europäischen Union, der Amazonaspark. Wir befinden uns in einem Land, welches zu über 90% mit Regenwald bedeckt ist. Und wir sind unendlich gespannt auf alles, was wir hier in dieser atemberaubenden Natur erleben werden. Wir fahren jetzt das erste Mal an Land und das ist auch quasi das erste Mal, dass wir ganz professionell mit einem Dinghy und mit einem Dinghy-Motor an Land fahren. Sonst sind wir mal an Land gepaddelt. Der Hafen in De Grat-de-Canet ist klein und voll mit Fischerbooten oder alten Segelbooten, die hier in Französisch-Guyana schon etwas länger zu Hause sind. Das ist ein Messi-Boot. Wir sind ja schon wild unterwegs, ne? Aber sowas. Katastrophe. Und da links neben noch eine Katastrophe. Nach 10 Tagen auf See verlassen wir das erste Mal unser Boot, um sicheren Boden unter den Füßen zu spüren. Wir machen schnell Bekanntschaften. Finden uns gut zurecht und kümmern uns direkt um einen Mietwagen, um die Gegend zu erkunden. Wir sind jetzt in Cayenne angekommen. Wie groß die Stadt ist, ob das die einzige Stadt ist und so wissen wir alles gar nicht, können wir jetzt mal drüber reden. Wir gucken uns jetzt hier mal ein bisschen um. Cayenne, die Hauptstadt und gleichzeitig größte Stadt des französischen Überseedepartements Französisch-Guyanas. Sie ist gerade mal mit 65.500 Einwohnern eine von den 5 größten Städten Französisch-Guyanas, die alle in Küstennähe liegen. Hier ist auf jeden Fall viel los, viele Autos, viele kleine Läden. Und uns wurde der Markt empfohlen, dort sollen wir Suppe essen gehen, warum auch immer. Wir sind gespannt, gucken uns den jetzt hier an und essen mal eine Suppe. Wir sind jetzt hier in so einer Markthalle. Es ist hier extrem voll, extrem bunt, super laut, viele verschiedene Gerüche, also so richtig marktmäßig und sitzen jetzt hier an so einem kleinen Tisch und essen jetzt die Suppe. So wie ich das gestern hier gesehen habe, nehmen die den Salat, rollen das da drin ein und dippen das dann in dieser Soße hier so. So. Ja, vielleicht auch ein bisschen. Was richtig heiß. Ach. Mmh. Extrem lecker. Schmeckt richtig frisch. Und die, es gibt hier direkt solche Chilischoten dazu. Man muss eine nur so einmal kurz da reinlegen und dann ist schon direkt richtig scharf. Ja, manchmal schon ein bisschen zu scharf. Aber irgendwie eine geile Idee mit dem Salat. Das macht das alles nochmal so ein bisschen knackig. An vielen Ecken in Französisch-Guyana kann man einen Teller asiatische Suppe essen. 1977 nach dem Vietnamkrieg siedelten sich 500 Flüchtlinge aus Laos in Kakao, einer Stadt in Französisch-Guyana, an. Sie brachten traditionelle Speisen und die heimische Gemüseproduktion mit. Wöchentlich werden 60 Tonnen Obst und Gemüse aus Kakao im Cayenne auf dem Wochenmarkt verkauft. Ja, der Ausflug hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Markt ist auf jeden Fall sehenswert. Viele Kleinigkeiten gibt es und die Suppe war mega lecker. Ich bin eigentlich gar kein Suppenmensch, aber da mit Ravioli drin, Nudeln, ein bisschen Gemüse, ist schon eine gute Sache. Ich glaube, da muss ich noch mal hin. Hier gibt es überall Sellerie und daraus mache ich Sellerieschnitzel. Wir stellten relativ schnell fest, dass es sich bei der Knolle nicht um Sellerie handelt und fanden heraus, dass sie sich Taro-Wurzel nennt. Man soll die Frucht mit Handschuhen verarbeiten und nicht roh essen, was wir natürlich durch unsere Unwissenheit direkt falsch gemacht haben. Ein sehr unschönes Erlebnis, doch gekocht konnten wir sie dann doch genießen.
Heute ist der nächste Tag. Wir waren im Supermarkt und konnten schon mal ein paar Sachen einkaufen. Und es war ein Carrefour und einfach ein französischer Supermarkt. Alles, was hier hinkommt, wird mit diesem Schiff da vorne von Europa hingefahren. Das heißt, es gibt alles wieder, was es in Brasilien nicht gab. Und jetzt werden wir uns erstmal richtig gönnen. Wir haben auf dem Achterdeck da hinten alles clean gemacht mit Sitzsäcken und bauen alles auf und essen einfach erstmal alles, was wir in Brasilien nicht hatten. Zum Beispiel auch Baguette. Baguette ist so geil, ne? Und das hatten wir einfach nicht. Das Brot in Brasilien ist einfach so weich und süß und wie eigentlich überall auf der Welt. Und es gibt auch dunkles Brot, so Pumpernickel mit Nüssen drin und so, richtig geil. Und dann besuchen wir das erste Mal den Regenwald Französisch-Guyanas. Nach 10 Tagen Segeln freuen wir uns auf eine vollkommen andere Geräuschkulisse. Anstatt das Flattern unserer Segel und den Wellen, die an den Rumpf schlagen, erwarten uns vollkommen neue und fremde Geräusche, Tiere, die wir nicht kennen und eine Atmosphäre, die sich in allen Hinsichten von der auf dem Ozean unterscheidet. Wir laufen gerade hier in den Regenwald rein. Es ist so schwül und feucht, aber einfach unfassbar schön und geil, dass wir hier durchlaufen dürfen. Danach habe ich so lange gesehen. Das ist mal richtig so Indiana Jones Vibe. Krass hier, wie man sich das im Regenwald vorstellt. Ich vergleiche das mal mit so einem Tropenhaus in Deutschland im Zoo, in so einem richtig hochwertigen Zoo, aber noch viel geiler und hier ist alles Natur und es ist so riesig. Und so ein Baum wird natürlich einfach mal komplett aus dem Dach da herausragen. Ne? So unfassbar. Da war jetzt gerade so ein Schmetterling, so ein ganz exotischer. Ich kann das immer nicht glauben und ich finde sowas geil. Das ist auf jeden Fall eine Bucketlist-Goal von mir gewesen, einmal in so einem Regenwald zu sein und das hoffe ich, bin ich noch viele weitere Male. Und jetzt genieße ich erstmal diese ersten Eindrücke, die ich in meinem Leben überhaupt von so einer Location sammle. Deren Territorium reingelaufen. Nein, das sind Vögel. Ja? Ich glaube schon. Wir haben unendliche Weite, die wir erkunden dürfen. Wir leben unsere Abenteuer, scheinen so frei wie nie zuvor in unserem Leben. Wir dürfen so viele besondere Orte erleben, Kulturen kennenlernen, Bekanntschaften machen. Und doch wäre es nicht das Leben, wenn wir ohne jegliche Probleme an langen Sandstränden und durch dichte grüne Regenwälder spazieren würden. Hinter all den neuen Eindrücken und all den Freiheiten, die diese Reise uns bietet, verbergen sich auch schwierige Zeiten. Zeiten, in denen wir trotz all der Weite zu wenig Platz für uns selbst verspüren. Zeiten, in denen wir nicht zurechtkommen. Zeiten, in denen alles anders läuft als geplant. Das war's schon wieder bis hier mit dem Video. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt tun. Wir haben noch was Wichtiges zu verkünden. Ihr wisst ja, bei YouTube ist immer alles etwas verzögert. Bei Instagram ist immer alles aktuell, da haben wir das schon verkündet. Wir sind nur noch zu zweit. Jonas ist nach Hause geflogen und ja, es wird sich einiges für uns ändern. Ist nicht immer leicht, mit 4 Leuten auf so engem Raum zu leben und es hat die letzten Wochen nicht mehr gut funktioniert. Jonas ist nach Hause geflogen, Helena ist noch ein paar Tage länger geblieben, hat sich dann auch entschieden, nach Hause zu fliegen. Jetzt sind noch wir beide hier. Wir müssen uns jetzt ein bisschen umorganisieren, planen, gucken, wie es für uns weitergeht. Ist viel auf einmal für 2 Personen. Viel zu tun, mal gucken, ob wir das seglerisch auch hinkriegen. Auf jeden Fall wird sich Jonas auch noch mal dazu äußern und wir werden noch mal ein Video vernünftig dazu rausbringen. Wir wollten euch jetzt nur einmal informieren, damit ihr auch Bescheid wisst. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Genau. Ciao. Ciao.